Ich halte es für notwendig, während der Schulzeit auf die Straße zu gehen, weil wir nur so wirklich Druck aufbauen können und nur so zeigen können, wie wichtig uns dieser Protest ist. Also ich bin heute hier, um ein klares Zeichen gegen die Klimapolitik heutzutage zu setzen. Tatsächlich fühle ich mich nicht sehr ernst genommen von der Politik. Und das liegt vor allem daran auch, dass ich nicht daran glaube, dass die Politik die Klimaprobleme richtig angehen kann und wird, weil unsere Wirtschaftsweise nicht darauf ausgelegt ist, nachhaltig zu agieren. Auch für den Klimaschutz! Auch für den Klimaschutz! Es geht einfach nicht so weiter, dass immer wieder gesagt wird, wie toll unsere Streiks doch sind. Und wie toll die Jugend ist, dass sie sich engagiert und trotzdem nichts verändert wird. Wenn sie so toll finden, was wir tun, dann sollen sie die nötigen Konsequenzen daraus ziehen. Und wenn sie das nicht tun, dann sollen sie bitte wenigstens gegen uns vorgehen. Und wir singen im Atomschutzbunker. Ich gehe für antikapitalistische Ziele auf die Straße. Ich gehe auf die Straße, um, wie Greta Thunberg auch schon gesagt hat, neue Lösungen zu finden. Und wenn die Lösungen in diesem System so schwer zu finden sind, dann sollten wir ein neues System finden. Und ich glaube nicht, dass das gerade im Fokus steht. What do we want? Ich will sagen, dass ich mich auch mit dem Hambacher Forst solidarisieren möchte und dass mir auch der Kampf in der Grünen Lunge gerade hier in Frankfurt sehr wichtig ist. Ich finde, wir als Schülerinnen können uns da auch beteiligen und viel lernen. Und es ist wichtig, dass wir uns basisdemokratisch und gemeinsam organisieren, uns zusammensetzen und einen Konsens finden in dem, was wollen wir und was ist uns wichtig. Und der kann sehr pluralistisch sein und eine große Bandbreite an Meinungen einbinden. Aber es ist halt wichtig, dass wir uns da zusammentun und herausfinden, was wollen wir als Schülerinnen. Und das ist mir sehr, sehr wichtig.